Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin, zurück zu Let's Play Elex. Ich habe einiges zu erzählen, denn ich trage jetzt eine Sonnenbrille, es ist dunkel geworden, da ist eine Windradanlage. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht das ein oder andere doch nochmal mit euch machen sollte, denn es ist einiges passiert. Moment, ich muss eben den Controller wieder in die Hand nehmen. Es ist einiges passiert in letzter Zeit und ich bin echt am überlegen, ob ich das lieber nochmal mit euch zusammen machen soll oder nicht. Zum Beispiel war ich auf dieser südlichen Insel, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Vielleicht fangen wir besser mal vorne an. Denn zurzeit bin ich hier in der Kuppelstadt, in der sogenannten... Huch, was war das denn gerade? Ja, Kuppelstadt. Ja, es gibt einiges zu berichten. Also wir waren ja zuletzt hier in dem Konverter von Edan und haben den genannten Falk abgeholt. Mit Falk bin ich auch gerade unterwegs. Und bevor ich hier groß weiterlaber, reise ich am besten einmal zur Berserkerinsel. Im Süden kann man die erreichen. Einfach übers Wasser paddeln, dann ist man da. Errungenschaft, Fußkrank, super. Falk. Hier gibt es nämlich eine Frau, die gerne wieder zurück nach Goliath möchte. Eine prägsame Region. Aber nicht gelassen wurde. Ist er wirklich selbst dran schuld? Ich habe jetzt auch lange genug überlegt, ich spiele jetzt einfach weiter. Doch. Das nervt. Denn die gute Katta. Halt die Ohren, Steff. Die möchte gerne zurück. Und dafür mussten jemanden fragen. Wieso nicht? Ich schaue erst mal, was für Gegenstände ich bekommen habe. Ist er wirklich selbst dran schon? Und zwar, ich glaube, das eine oder andere habe ich auch noch gelernt. Das aber dazu später mehr. Wir haben zwei Sonnenbrillen gefunden. Die eine ist praktisch, ja, man findet sie auf dem Windrad. Ich weiß, von wem du redest. Was ich eben kurz im Bild hatte. Und die andere findet man... Oh, die, na, du redest doch nur Blödsinn. Die andere war hier, glaube ich. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Wobei beide eigentlich ganz gut sind. Wieso hat er das getan? So eine irre Ziege. Ja, hiermit werden halt Gegenstände leichter sichtbar. Ring der, na, du redest doch nur Blödsinn. Ich habe neues Amulett bekommen. Du bist doch verrückt. Diebes. Ich krieg zwar kein Schlösserknacken mehr hin, aber geschickt bin ich dann. Das ist doch nicht dein Ernst. Klauen kann ich. Hier wird man dauernd angebaggert. Hab ich noch was gefunden? Ach ja. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Egal. Neue Waffe habe ich hier, einen Laserblaster. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Laserblaster gefunden habe. Erstmal was trinken. Außerdem Drohnen, Objektsicht und andere tolle Sachen. Erstmal was. Das ist doch nicht dein Ernst. Die meisten gehen mir auf den Nerven. Das meiste von denen benutzen soll. Mittlerweile habe ich außerdem noch die Fähigkeit erlernt. Du redest doch nur Blödsinn. Wo ist es denn? Tiertrophäen kann ich. Dann kann ich. Du bist noch doch verrückt. Nahkampfwaffen habe ich einmal stärker gemacht. Das ist doch nicht dein Ernst. Das Erknacken sowieso, das kann ich auch vorne rein. Hacken habe ich gelernt. Das nervt. Bergbau mittlerweile. Ich glaube, dafür hatte ich den Alk hier in Goliath. Ist er wirklich selbst dran schon? Ja, und den Rest, den muss ich hier eigentlich nur noch... erstmal was trinken. Erforschen. Wir brauchen die Lehre dafür. Wieso hat er das getan? Und mittlerweile bin ich mir auch klar, dass ich auf jeden Fall entweder Auto... Das heißt auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde besser. Die meisten gehen mir auf den Nerven. So. Jetzt habe ich es gesagt. Konstitut und Stärke. Na, du redest doch nur Blödsinn. Ich brauche noch mehr Intelligenz und Gerissenheit, damit ich noch einige Sachen lernen kann, die ich schon gelernt habe. Ich denke mal, wir gehen hier zurück, denn auf dieser Insel gibt es für uns erstmal nicht mehr zu tun. Die Gegner sind nicht wirklich leichter geworden. Ich muss mal sehen, wie ich überhaupt klarkommen werde. Dann war ich, wie gesagt, noch in der Kuppelstadt. Da bin ich aber nicht fertig geworden. Ich habe ja jetzt eine Woche Pause gehabt, habe ein bisschen geschnüffelt, ein bisschen geguckt. Hier war zum Beispiel... Da war, glaube ich... Also hier. Ich glaube, hier war eine Sonnenbrille. Hier, genau hier. Die praktische bestimmt. Und dann war noch eine bei diesem komischen Windrad. Bevor ich das jetzt fälschlicherweise zeige. Ich glaube, das war hier. Gehen wir mal lieber zurück zur Kuppelstadt. Dort wartet doch schon ein neuer NPC auf uns, die wir in der Kuppelstadt gesehen haben. Nämlich die gute... Ich habe den Namen vergessen. Man musste sich anfangs... Komm, ich erzähle das einfach mal in Review. Man musste sich anfangs hier Zugang verschaffen, indem man verschiedene IDs sammelt. Man bekommt nur den Zutritt, wenn man... Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Entschuldigung, da musste ich gerade niesen. Reizvoller Gedanke. Wenn man mit einer ID gewappnet ist. Und das ist gar nicht so leicht gewesen. Du hast dich um Cooper gekümmert, wie ich gemerkt habe. Cooper? Ja. Auf dich scheint Verlass zu sein. Auch wenn deine Bezahlung die ID-Karte war, so will ich mal nicht so sein. Hier hast du noch eine Kleinigkeit. Und was ist mit euch? Wir bleiben hier draußen und hoffen auf eines von zwei Dingen. Entweder die Kleriker entschließen sich, die Kuppel für uns zu öffnen, oder die Kleriker werden endlich alle massakriert. So lange bleiben wir hier.
Wie dem auch sei, danke nochmal für deine Hilfe. Man sieht sich. Na, das war doch schon mal ein Wort. Der Hunter wollte nämlich auch seinen Kollegen namens... Davon will ich gar nichts wissen. Ja, Entschuldigung. Sein Kollegen namens, wie hieß er denn noch? Nimm Cooper reinlassen. Das hat jetzt offensichtlich funktioniert. Ich denke, wir suchen uns hier irgendwo einen Schlafsack. Wie soll das alles nur enden? Hier sitzen nämlich ein paar Outlaws herum und haben auf ihren Zugang gewartet. Zu viele Ohren, die zuhören. Wir schlafen jetzt noch bis zum nächsten Morgen. Dann sehen wir nämlich wieder etwas mehr. Lass mich damit in Ruhe. Besser. Viel besser. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Wie meinen? Ja. Falk ist auch nicht der beste Mitgänger. Davon will ich gar nichts wissen. Weil Falk ist ziemlich auf die Kleriker besonnen. Bist du dir sicher? Versuchen, uns ein bisschen mehr mit den Outlaws und Berserkern zu kümmern. Vielleicht sollten wir mehr mit Duras rumrennen. Oder auch mit, wie hieß die andere denn? Die haben wir hier in der Kuppelstadt gefunden. Ich habe mit der sonst noch nichts am Hut gehabt. Hier ist übrigens noch ein Teleporter. Ja, direkt an der Kuppelstadt gelegen. So, das ist aber auch schon alles, was ich hier alleine gemacht habe. Mittlerweile auf Stufe 8, glaube ich. Dann hätte man das nämlich auch erklärt. Stufe 8, jawohl. So, kann ich mittlerweile wieder speichern. Ich denke, das ist okay, wenn ich einmal nicht alles gezeigt, sondern auch was erklärt habe. Die Kaya, die haben wir drin gefunden. Eine Magierin, wie sie selbst sagt, haben wir drin in der Viertel gesehen, gefunden. Sie ist ein bisschen schnippisch, möchte ich meinen. Aber wir haben sie zumindest überreden können. Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh, war ja sehr kurz. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werde es versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. Ich glaube, sie ist so, ganz nett. Und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Okay. Also, ja, wie geht's dir denn? Wie geht es dir? Ich bin okay. Du hast dir eine Menge vorgenommen. Ich werde versuchen, dich, soweit ich es kann, zu unterstützen. Mhm. Doch vergiss dabei nie, dass die Menschen dir nur dann folgen, wenn du auch ihre Interessen vertrittst. Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert? Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Neue Mission. Neue Erkenntnisse. Wie willst du denn... Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Ich trinke mal schnell einen Schluck. Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Magalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Und, wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Ja, Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Hm. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Hm. Natürliches Elex? Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Hm. Im Grunde hast du recht, es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Okay. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex. So, wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Komische Zähne, oder? Elex-Spur zeigen, mitkommen, das machen wir später. Ich will erstmal nochmal in die Kuppelstadt reingehen. Vorausgesetzt, wir kommen überhaupt rein. Ich hoffe nur, die Outlaws versuchen hier keinen Plauschangriff. Ich meine Lauschangriff. Das war ein Wächter.
bei dem wir unbedingt reinkommen wollten. Und dafür braucht man halt eine ID. Die haben wir mit Kuppel bekommen und nun ja. In der Kuppelstadt habe ich eigentlich schon viele Teile erkundet, aber hier gerade dieses glaube ich noch nicht. Das war das etwas ländlichere Stück. Wo noch der ein oder andere... Ach, kaum einer lässt... Ja, den Bettler kannten glaube ich schon. Ich weiß gar nicht... Was denn? Ich weiß gar nicht, was wir hier an sich schon alles gesehen haben. Muss ich gerade mal gucken. Geldbündel. Klauen will ich hier nicht. Butler. Vielleicht gibt es hier noch den einen oder anderen Questgeber. Also lass uns mal ein bisschen Ausschau halten nach den einen oder anderen Quests. Wer bist du denn? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Denn hier in der Kuppelstadt gibt es einige... Sagen wir Aussätzige jeder komischen Fraktion. Du musst nicht alles glauben, was man so rum erzählt. Nein! Ich wollte nicht klauen. Wer viel arbeitet, soll mal Pause machen. Ah, Frischfleisch. Diese Aussage entspricht nicht den Tatsachen. Selbst wenn man uns als Fleisch bezeichnen würde, dann wäre der Grad an Frische nicht... Rede lieber nicht weiter. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Du wärst nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Ja. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleich ihre Brüste. Also Entschuldigung, da dass bist ich hingeguckt du genau hab, aber... der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Hast du gerade eine Granate unter der Brust? Also, warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alps sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel. Da komme ich. Versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Und das lässt du dir gefallen? Mir sind einfach die Hände gebunden. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kern wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Oh. Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wird Falk nicht gefallen. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Ich sollte... Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Von wem redest du? Vertraust du jedem deine Pläne an? Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Oh, 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 oh. Falk, ich glaube, ich sollte es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Gute Tage, schlechte... Achso, für ihn soll ich noch Elektroteile besorgen. Da habe ich schon das eine oder andere Stück, aber ich will sie erstmal behalten. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Okay. Gut, der läuft weg. Ihm konnten schon den einen ich sehe das Ganze locker. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Radok? Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Das ist doch mein Wort. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß. Aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Moment, da Such war ich die doch. Die Gegend dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. So, wer hat sich hier dazwischen gesetzt?
Schläft hier einer? Nein. Es sah gerade so aus. Wer bist du? Noch ein Outlaw? Das ist alles verboten. Ich hoffe, ich werde hier nicht angezeigt, weil ich hier was verboten schon mitgehen lassen habe. Campingstuhl. Manche Dinge kann man auch einfach so mitnehmen. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. York. Klau hier ja nichts. Ich wollte mit York reden. Wenn du wegen den Nahrungsrationen hier bist, dann kannst du direkt wieder verschwinden. Du bist ein Berserker. Ich erkläre es jetzt zum 100. Mal. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ich habe weder etwas zu verkaufen, noch zu verschenken. Wovon redest du da? Wie? Du bist gar nicht hier, um deine kostenlose Ration abzuholen? Ach so. Noch nicht. Ja. Also entschuldige, dass ich so genervt war. Es ist nur... Ich hab das Ganze hier so satt. Diese Grabenkriege zwischen Berserkern und Outlaws. Als ich noch Setzer in Goliath war, war alles einfacher. Wir hatten unsere Gesetze. Und an die hat sich jeder gehalten. Warum können wir Menschen nicht einfach alle zusammenhalten? Tja, das geht im wahren Leben auch nicht. Warum gehst du nicht zurück nach Goliath? Warum eigentlich? Ich bin damals freiwillig gegangen, um ein weiteres Weltenherz in Abessa aufzubauen. Aber als klar wurde, dass der Setzling nicht wuchs, hat Caleb gesagt, dass wir hier bleiben. Nein, für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mich den Anweisungen Goliaths widersetzt. Wenn ich zurückgehe, werden sie mich ohne zu fragen in einen ihrer Käfige stecken. Ich wollte ja gar nicht hierbleiben. Aber Caleb weiß, was er tut, und ich tue, was er sagt. Er scheint ein bisschen... Glaub nicht, dass du hier etwas klauen kannst. Genervt zu sein. Speicher mal gerade. Feldarbeiter. Wenn du was klaust, stirbst du. Naja, ist ja gut. Ich wollte mich nur mal umsehen, Freunde. Vielleicht nochmal hier oben. Jo, gut. Ah, meine Fresse. Wie soll das alles bloß enden? Wie soll das alles bitte enden? Halt, wer ist das? Wer ist das hier? Outlaw. Hier gibt es recht viele Outlaws, ist mir schon aufgefallen. Ich denke mir meinen Teil. Huch. Drohne der Kleriker. Komme ich in dieses Haus freiwillig rein? Also, freiwillig wohl schon, aber... Moment mal. Tja! Um die Ratte wird es wohl nicht schade sein. Komme ich irgendwie rein? Berserker. Berserker. Outlaw. Vergiss Rabak. Es. Ich schenke an jeden aus. Die Pen. Hey Junge, ist die Kehle trocken oder schmerzen die Füße in den Socken? Egal was es ist. Hat er gerade gereinigt? Ich habe, was du brauchst. Ein guter Schluck kuriert alle Sorgen. Wie läuft das Geschäft? Jetzt? Die Sonne was jeder nur noch anschreiben lässt? Beschissen ist untertrieben. Aber solange ich noch Vorräte habe, gebe ich, was ich kann. Ich mache keinen Unterschied, woher jemand kommt, solange er sich an die Regeln hält. Regeln? Aber sag mal, willst du nicht zufällig ein bisschen was für die Gemeinschaft tun? Na, aber immer. Ich würde es begrüßen, wenn du die Nahrung, die du findest, an mich verkaufst. Nur wenn es sich bezahlt macht. Mist. Nur wenn es sich bezahlt macht. Du willst meine Situation ausnutzen. Dann ich glaube, ich bin zu kalt für dieses Spiel. Ich bin schließlich genau... Mann, kann ich das mal laden? Oh, Mann, was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ach komm, ich lade... Ich meckere ja auch nicht, wenn ich... speichere das mal und lade dann nochmal. Ja, ich habe einmal auch einen LP-Stand gemacht. So, pass auf. Ich bewirte. Will mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Ich hoffe nicht allzu weit... Ich meckere ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Na toll, jetzt hat er das genau da gespeichert. Ach, dann eben nicht. Irgendwelche Neu- Seit die Schotten hier dicht sind, kriege ich von draußen nur noch wenig mit. Ich bin immer zu kalt, mit. Ich weiß nicht, irgendwie... Aber die Zukunft der Kuppelstadt ist wohl eh das einzige Thema, das die Leute interessiert. Jahrelang ging hier alles gut. Aber jetzt brodelt es gewaltig. Ich will nicht sagen, dass es allein die Schuld der Kleriker ist. Ich hab grad gesehen, was da vor der Tür passiert ist. Die Outlaws sind auch keine Unschuldslämmer. Aber trotzdem sollte man sich nicht die Laune vermiesen lassen. Lass uns handeln. Schwarze Lederkapuze für 500. Gibt aber Schutz vor Regen.
Ja, nee, da haben wir ein mächtiges Problem. Mit ihnen? Hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Na dann mal los. Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Soll mir recht sein. Dann nimm einen Schluck. Hier, mein Freund, auf kommende Zeiten. Und jetzt erzähl mir von deinen glorreichen Taten. Hä? Oder hast du bisher nur deinen Arsch breit gesessen und andere für dich kämpfen lassen? Auch. Nein, ich habe Aufschneidern wie dir gezeigt, wo es lang geht. Die Eier muss einer erstmal haben, mir so gegenüberzutreten. Damit hast du dir etwas zum Nachspülen verdient. Hier. Zum Nachspülen. Ja, also geht doch. Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Ins Tal. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Dein Ruf eilt dir voraus. Jetzt sag bloß, dieser Jammerlappen Riley lag dir in den Ohren und hat sich das Maul über mich zerrissen. Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Ist er der Mörder von Asko? Als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Es mangelt dir an Respekt. Ich sympathisiere mit ihm. Ich teste mal, ob er das darauf anspringt. Dir mangelt es an Respekt. Und dir mangelt es an Verstand. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Freiheitskämpfer. Du willst nicht zu Verstand kommen, oder? Steht da hinter mir? Ich sag dir jetzt mal was. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Ich bin mal weg. Später. Ich muss los. Hallo, kann ich mal den anderen nochmal angreifen? Also wenn ich überhaupt nichts sehe, ist das echt mies. Hallo. Ich sehe ja auch nichts. Das ist ja das Gemeine. Und ich habe keine Tränke dabei. Keinen Heiltrank. Tschüss. Tja. Ui, neue Stufe. Kann ich ihn plündern? Natürlich nicht. Also. Ist der Kampf vorbei? Schon gut. Du bist der Stärkere. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Also lass mich in Ruhe. Kampf 20? Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Ich geh dann mal los. Ich denke mir mal, dass du da. Ob das so gut war. Ist das so? Jetzt geht es auf die Fresse! Warum denn? Manche Typen reißen das Maul zu weit auf. Okay, da darf ich wohl nicht rein. Ich frag mich, ob wir Brabak hätten freundlich bedienen sollen. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Ja, das stimmt. Habe ich mich jetzt unbeliebt gemacht? Mann. Nee, ist klar. Mir diese Entscheidung. Das finde ich mir so ein bisschen... Verdient hat er das nicht. Achtung, Diebe. Ich esse erstmal einen Happen.
Und ich schaue mich noch einmal kurz hier in der Kuppelstadt um. Ich bin mir sicher, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Ja, und es ist den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Du hast vielleicht ein Glück. Mit Glück, ich trinke dabei noch ein paar Flaschen. Was geht denn hier los? Gustav? Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Das hat er sich draußen auch gewünscht. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Den Gefallen tue ich erstmal nicht. Aber ich könnte mal speichern. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Man muss hier so viele Entscheidungen treffen. Das finde ich mal so zweischneidig. Ja, das ist das richtige Wort. Ist auf jeden Fall zweischneidig. Denn oftmals will ich ja gar nicht, dass ich hier irgendwo eine wichtige Entscheidung treffen muss, die dem einen zuwider und dem anderen zu gefallen wird. Das ist mal so... Gerade wenn ich mich noch nicht entschieden habe, auf welche Seite ich mich stelle. Aber ich denke, es wird Berserker sein. Kleriker wollte ich nicht werden. Die sind mir zu magisch, zu technisch. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Das wäre... Und die Outlaws sind mir zu viel Bastel. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Daryl? Bah, hab schon wieder einen Geschmack im Mund, als hätte ich in einen Aschenbecher gebissen. Ja. Das habe ich, glaube ich, nicht rein. Ich denke, wir werden uns zurückziehen und mal wieder den Duras vorbeiholen. Keine Zeit. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Habe ich vielleicht Zeit. Serker, Serker. Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Wer bist du denn? Was willst du von mir, Mensch? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Du bist eine Albin. Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Obwohl, irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich war mal ein Eurer. Einer der Euren. Ich war selbst einst ein Alb. Wenn das der Fall ist, dann entschuldige. Du siehst aus, als hättest du dem Elix-Konsum abgeschworen. Mögen deine Entscheidungen logisch sein. Kann ich noch mal laden? Hab was willst du von mir, Mensch? Mich vertraut ihr Mensch? Warte mal, obwohl, warte mal. Ja, treibst ja. Du dich? Ich kenne eine Menge. Ich kenne eine Menge, Alps. Ohne mich zu verraten. Dachte ich mir. Du siehst auch irgendwie vertrauenswürdig aus. Wir können mehr Menschen gebrauchen, die für uns sprechen. Selbst wenn sie die niedrigere Lebensform sind. So brauchen wir sie doch zum Überleben. Mögen deine Entscheidung... Ja. Hört sich das merken? Ich glaube trotzdem, das war die beste Antwort. Niras Aufzeichnung. Moment mal. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen lesen. Bier? Nein, Bier brauche ich nicht. M. Hallo, wo ist denn dieses komische Blatt? Niras Aufzeichnungen. Seit ich unter den Menschen in der Kuppelstadt weile, fällt mir auf, wie sehr ich sie verabscheue. Sie verlangen für alles eine Gegenleistung, nur meiner Beharrlichkeit habe ich es zu verdanken, dass man mir primitives Werkzeug übereignet hat, ohne dass ich mich dafür erniedrigen musste. Es hat sich als äußerst zweckdienlich erwiesen, die kompromittierenden Gefühle mit Arbeit auszuschalten. Ich habe Gefallen daran gefunden, aus altem Schrott nützliche Dinge zu bergen. Dennoch sehe ich schwarz für die Zukunft. Diese Stadt ist genauso verdorben wie der Rest der Welt. Das steht auf dem Flugblatt. Ein anderes der Kleriker. Der Kleriker legt fest, dass jeder Bewohner von Besser sich ab sofort freie Ration bei York abholen kann. Gezeichnet der Kleriker. Die Kleriker. Achtung, Diebe. Ja. Gut.
haben wir hier wieder jemanden kennengelernt. Das ist Dr. Bärchen. Du bist eine Outlaw. Da hinten war ich schon mal. Wir gehen hier mal die Stufen hoch. War ich hier schon? Ich weiß es nicht mehr. Berserkerin. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Ja, ich gehe ja schon. War das eine Werkbank? Tatsache, ein Werkgang. Aber jetzt nicht. Wir wollen nichts werkeln. Ich will mich einfach nur ein bisschen umschauen. Und da hinten war noch ein Häuschen. Da kann ich auch noch mal rein. Ich hab dich gesehen. Was? Ich hab dich gesehen, wie du durch die Kuppel gekommen bist. Wer bist du? Wieso wurdest du reingelassen? Oh oh. Ich war einmal ein Alp. Ist das etwa Grund genug, um in die Stadt gelassen zu werden? Das ist mehr als traurig. Deine Artgenossen findest du weiter hinten in der Stadt. Geh, vergnüg dich mit denen, aber mach es dir nicht zu gemütlich. Lange wirst du nicht bleiben. Und jetzt sprich, was willst du von mir, Alp? Wer bist du? Ich bin Caleb, quasi der Anführer der Berserker hier in Abessa. Mhm. Ich kümmere mich um alle Angelegenheiten, die Berserker hier als Gemeinschaft betreffen. Seit wir uns von Goliath abgespaltet haben. Was? Ihr gehört nicht mehr zu den Berserkern in Edan? So ist es. Keiner von uns kann je wieder dorthin zurückkehren. Oder wir landen ohne Umweg direkt im Tal. Wir sind Verbannte oder welche, die freiwillig gegangen sind. Ursprünglich wurden wir hergeschickt, um ein Weltenherz zu pflanzen und dieses Gebiet in Edan einzuführen. Aber es gab Streit zwischen Goliath und Abessa. Das auszuführen würde jetzt zu weit gehen. Auf jeden Fall läuft es jetzt so, dass wir uns um unsere eigenen Belange kümmern. Das hieße Scheiß fast, auf Goliath. Das hieße fast, sie haben ihren Auftrag nicht erfüllen können. Was hast du gegen die Separatisten? Die Frage hat gerne gestellt. Ihr verdammten Alps kommt hierher, in unsere Stadt. Schlimmer sind nur die Outlaws. Draußen bekriegen wir euch. Und hier drinnen seid ihr unsere besten Freunde. Wenn wir Berserker wüssten, wo ihr eigentlich herkommt, würden wir persönlich dafür sorgen, dass ihr wieder dorthin abhaut. Ihr könnt mir so viel erzählen, wie ihr wollt, dass wir die gleichen Ziele oder den gleichen Feind hätten. Ich glaube euch kein Wort. Wir wären besser dran, wenn man euch aus der Stadt schmeißen würde. Mhm. Du willst alle Separatisten aus der Stadt schmeißen lassen? Ich glaube, ich hätte nicht sagen sollen, dass ich ein Alp war. Und wir haben bereits damit begonnen. Auch du wirst nicht lange hier bleiben. Warte mal. Mir kommt da eine Idee. Ich könnte tatsächlich einen Alp gebrauchen. Oh. Ich weiß, ich habe dich ganz schön angekackt. Aber ich hätte dir einen Vorschlag zu unterbreiten. Du scheinst mehr Mensch zu sein als die anderen Separatisten hier in der Stadt. Wärst du bereit, dir deine Menschlichkeit zurückzuverdienen? Na, aber... Ja, mit den Alps will ich nichts mehr zu schaffen haben. Das freut mich zu hören. Sehr gut. Falls du nicht weißt, was Freude ist, dann wirst du es vielleicht irgendwann lernen, wenn du so weitermachst. Wie gesagt, wir wollen die Separatisten aus der Stadt haben. Und die Aussage eines Alps könnte hier den Ausschlag geben. Die Separatisten aus der Stadt zu schmeißen, ist nicht ganz einfach. Wir haben einen Augenzeugen, der einige der Separatisten gesehen hat, wie sie mit den Alps Informationen ausgetauscht haben. Ich wollte eigentlich die Aufnahme schon beenden. Wer ist der Augenzeuge? Wer ist der Augenzeuge? Der Berserker Yorg hat gesehen, wie der Separatist Fenk sich mit einem Alp vor der Stadt getroffen hat. Vermutlich, um Informationen über die Kuppel auszutauschen. Yorg ist leider unser einziger Augenzeuge, der Fenk gesehen hat. Und jetzt sagt er plötzlich, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob es wirklich ein Alp aus Xakor war, mit dem er Fenk gesehen hat. Mhm. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Yorg sich entweder erinnert, dass er dort einen Alp gesehen hat, oder ich sorge dafür, dass er sich nie wieder an etwas erinnert. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Könnte es sein, dass Yorg sich tatsächlich... Den haben wir irrt? Ja schon gesprochen. Niemals.
diesen Alps ist ich nicht auf jeden trauen. Fall für Kaleb arbeiten. Separatisten hin oder her. Früher oder später werden sie uns hintergehen. Ich sage dir, die Sache hier ist erst der Anfang. Wenn du willst. Wenn du willst, werde ich dafür sorgen, dass York nicht redet. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du so entscheidest. Denk daran, dass York bei seiner Geschichte bleiben muss. Andernfalls könnte das böse Auswirkungen für unsere schöne Stadt haben. Also, geh zu York und stell dich ihm als Alp vor. Bestärke okay. ihn in seinem Glauben, was er gesehen hat. Er darf niemals erzählen, dass die Alps unschuldig sein könnten. Mission, bleibe recht. Vertreibe die Separatisten. Oh, oh, oh. Das ist auf jeden Fall ein entscheidender Auftrag. Eigentlich sind hier fast alle Aufträge entscheidend. Übrigens, das... Oh. Diese blauen Schimmer, die sehe ich immer nur, weil ich diese Sonnenbrille trage, mit der ich Gegenstände besser sehen kann. Also, wir versuchen mal in der nächsten Aufnahme mit York zu reden oder Duras zurückzuholen. Mir wird schon was einfallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Elex. Bis dann. Tschüss.